Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren Guide zu God of War Ragnarök. Heute zu Freyrs Lager und allen Sammelobjekten, die ihr hier finden könnt. Ich habe das Ganze ein bisschen unterteilt und zwar in die Dinge, die man direkt im Verlaufe der Story hier mitnimmt. Ihr seht, wir kommen hier gerade das allererste Mal in Freyrs Lager an und dann eben im späteren Verlauf auch des Spiels, wenn ihr hier zurückkehrt. Das Erste, was ihr mitnehmen könnt direkt zu Beginn, wenn ihr das erste Mal hier seid, wir stehen am Lagerfeuer, können wir hier hinten im Eck auch zu diesem brennenden Feuer gehen und hier gibt es eine Schriftrolle, die wir einsammeln können und damit einen Wissenspunkt hier abhaken. Dann gehen wir auch von dieser Stelle einfach hier raus, das ist später so eine Art Ausgang bzw. auch Eingang, über den wir im späteren Verlauf des Spiels hier dieses Lager auch erneut betreten können und hier zwischen diesen zwei Kanus können wir eine Schrift einmal lesen und damit auch schon die zweite Wissensmarkierung hier abhaken. Jetzt, wenn wir das ganze Gebiet hier verlassen durch dieses Tor, folgen wir dann dem Weg einmal über die Brücke. Und sobald ihr dann draußen seid, kommt ihr an diese Stelle. Hier rechts kommen wir aktuell noch nicht weiter, denn wir haben den Speer noch nicht das erste Mal, wenn wir hier sind. Aber wir können hier einmal links an dieser Statue vorbeigehen und da finden wir Odins Rabe in der Ferne auf dem Ast sitzen. Und hier einfach einmal einen gezielten Wurf und dann haben wir auch schon Odins Rabe. Und das ist, soweit ich weiß, der einzige, den wir hier finden können, abgehakt. Dann geht's weiter und wir kommen, sage ich mal, aus diesem Gebiet heraus, ganz zum Ende des ersten Mals, wenn wir hier sind und wir finden hier das Portal, durch das wir auch Freys Lager später wieder betreten können. Und direkt neben dem Portal, also auch wenn ihr hier später herkommt, liegt hier das Artefakt. Vergesst das also nicht, wenn ihr hier das erste Mal seid oder kommt einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, um hier das Familienwappen mitzunehmen. Dann sind wir nun zurück in Freys Lager und zwar jetzt bewaffnet mit dem Speer, denn der wird uns jetzt die Möglichkeit geben, hier noch ein paar Sachen mehr einzusammeln. Und ihr seht, wir sind von den Kanus, wo vorhin der Schriftzug war, jetzt über die Steine gesprungen und können jetzt hier den Speer einsetzen, um die erste legendäre Truhe zu finden. Eine von zwei, die wir nun hier einsammeln können. Und ihr seht, hier einmal die Kiste aufgemacht und damit haben wir diesen Punkt dann hier abgehakt. Die zweite Truhe findet ihr an dieser Stelle, sobald wir hier Richtung östlicher Bariwald unterwegs sind. Hier müssen wir ein paar Gegner besiegen und ja, hier kommt man im Verlauf der Story auch vorbei, aber wie gesagt, erst wenn ihr den Speer habt, könnt ihr hier zurückkehren und dann eben diese Stelle hier öffnen. Auch das muss man im Verlauf der Story eh hier machen, um zurückzukommen und dann aber nicht vergessen, hier dann einmal rüber zu springen und dann hier rüber zu klettern, denn da ist dann letztendlich die zweite der legendären Truhen anzufinden. Das letzte Sammelobjekt, was wir finden können, das können wir dann letztendlich erst einsammeln, sobald die Story vorüber ist und das sind die Überreste von Asgard. Dafür starten wir erneut hier am Lagerfeuer. Wir sind wieder vorbei an den Kanus und jetzt gehen wir hier eben über diesen Weg hinaus. Hier haben wir schon Speere eingesetzt, wie ihr seht, und das ist im Grunde dann auch der Weg in Richtung Portal. Und bevor ihr hier ins Boot einsteigt, hier findet ihr dann eine Location, wo ihr gegen die Überreste von Asgard kämpfen könnt. Das ist das letzte Sammelobjekt, was ihr mitnehmen könnt, und damit habt ihr alle hier in Freys Lager. Wie immer, lasst gerne ein Like fürs Video da und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.